Jetzt gucken wir mal eben nach. Eine Stunde 54 ist das bei Glitchless bei Yellow. Genau, eine also, Stunde 54 bei Gunnamaniac 3. Yeah. Hatten die den Glitches-Rekord denn bei Red noch? Exarion. Immer noch? Ja, klar. Also ich weiß, dass Gunnamaniac jetzt versucht... Gunna hat jetzt eine 150, aber One von einer Gunna, noch keiner. Gunna versucht immer noch das zu knacken. Okay. Das weiß ich, dass Gunna momentan knacken. Kurz, neue Sapalitz laden. Was sind die denn? Gold, Silver, Any Percent Race Marathon. Die nehmen wir. Okay. Also im Prinzip, wenn du es halt so, wenn du langsam Speedrun machst, praktisch von Glitchless, also wirklich ohne Major Glitches Pokémon machst und halt so die Route von den Jungs nimmst, dann so. Oder 2 Stunden. 2 bis 3. Also in dem Rahmen kannst du auf jeden Fall dann das schon schaffen. Also unter 3 Stunden sollte man mit seinem ersten Run immer kommen, ohne Practice selber. Also alles über 3 Stunden, da muss man echt total schlecht sein. Ey, ich hatte scheiß RNG. Also wenn man, selbst wenn man das noch nie durchgespielt hat und beim ersten Run einfach über die Notes run mit normaler RNG und so einem Zeug, ist unter 3 Stunden echt free. Also ich habe jetzt auf der deutschen Version, hatte ich ja okay. Bei Gabe das mal jetzt gemacht, ne? Komischerweise kriege ich das D-Sum inzwischen besser hin. Und ich habe da eine Zeit von 2 Stunden und 22 Minuten gebraucht. What's up, everyone? This is Pokémon Go. Nein. Nein, du machst es jetzt nicht. Kannst du bei dir üben. Also, Weg. Das ist jetzt echt ein No-Reset-Run, damit ich morgen nochmal für meinen Marathon-Run üben kann. Und ihr könnt auch mal einen Goldrun sehen. Der wurde ja außer bei meinem Podcast vor 3-4 Monaten noch nie gezeigt. Ich glaube, Germansh passt nicht mal als FN. Nee. Muss ich German nehmen? Mach Roland. Na, jetzt ist es zu spät. Dann nenne ich den. Das Todesurteil nenne ich Roland. Roland! Okay. Pokémon Gold du nicht ist. Sogar, musstest sehr du nicht anders sogar dein. Du musstest du nicht sogar beim ZFM dein Bulbasaur Roland nennen? Ja. Also das Bulbasaur Roland und ich weiß auch, dass bei Pokémon Gold irgendeiner hieß Becky. Genau. Weiß aber nicht mehr, was Becky hieß. Ich glaube, der Trainer nennen. Oder Totodile. Nee. Ich glaube, Totodile oder Felino war das. Ja, das weiß ich nicht mehr. Eins von denen auf jeden Fall. Also mein Marathon-Estimate ist 1 Stunde 5 Minuten. Aber ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Run in diesem Spiel, der über 1 Stunde war. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich einen Run gefinisht, der über 1 Stunde war. Aber das mal Estimate ist halt das Gold-Spielst. Ich hatte jetzt, bis jetzt habe ich 4 oder 5 Practice-Runs gemacht und alle davon waren nicht über 53 Minuten. Also bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Oh, viel mehr. Ja, reset ich. Also es gibt eine 1 in 8 Chance, dass das Totodile female ist, also weiblich. Und da die Leute in dem Spiel sehr sexistisch sind, sind weibliche Totodiles sehr schlecht. Also weibliche Totodiles haben immer 0 oder 1 DV-Angriff und das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Ich hatte letztes richtig gutes Nidoran, ne? Mit Angriff jedenfalls. Das hatte auf Level 8 16 Angriff. Ja. 16. Man freut sich ja schon über 15, aber mit 16, ja. Ja, I'll take it. Ja, es kann man halt manchmal bekommen. Ist jetzt nichts so krasses. Nein, ich find schon krass.
Wenn du 15 DV-Angriff hättest, das wäre schon ein anderer Schnack, aber 16 ist, ja. Okay, was war das? Das war 12, 12, 9, 10, 10. 12, 12, 9, 10, 10. Man glaubt es sogar recht kaum, aber der wichtigste Stat, der auf den ich geachtet habe bei den Sets, ist Special Defense. Normalerweise hört man das ja bei ganz vielen Pokémon-Speedruns immer so, oh, richtig schlechter Angriff oder oh, sau schlechter Spezialangriff, aber Oder oh, schlechte Innet. genau, Oh. schlechter Speed, damn. Aber in jedem Speedrun ist es echt wichtig, dass man einigermaßen okay Spezialverteidigung hat, was ich jetzt nicht unbedingt habe. Es ist nämlich so, der. Es gibt DVs, das sind Dynamic Values. Das sind sozusagen unsichtbare Zahlen von 0 bis 15. Man kann so sagen, je höher die Zahl, desto besser der Stat. Also desto besser levelt man sich ab. Und Special Attack und Special Defense sind zwar zwei verschiedene Stats, anders als in Generation 1, wo man nur einen Special Stat hatte. Aber Special Attack und Special Defense sind trotzdem eine selbe DV. Das heißt, man kann die Special DV sehr gut einschätzen am Anfang des Spiels mit seinem Special Attack und Special Defense. Und ich habe gerade sehr gute Encounters bekommen. Zwei Encounter im ersten Grass-Patch. Und dann noch einen. Also drei Encounter, bis ganz hier nach oben ist. Unter dem Durchschnitt auf jeden Fall. Bin ich sehr glücklich darüber. Ich habe sogar so ein kleines Programm gerade offen, wo ich meine Stats eingeben kann. Und das Programm spuckt mir dann meine DVs aus. Also das rechnet die DVs mit. Und Special Defense ist gerade so wichtig für den letzten, also den eigentlich vorletzten, besser gesagt, den Final Boss in diesem Run. Und zwar der zweite Rivalenfight in Azealia Town ist ein sehr, sehr schwerer Fight. Und zwar, wer einigermaßen sich mit Pokémon auskennt, der wird wissen, dass der Rivale immer das Pokémon nimmt, was super effektiv gegen seinen Starter ist. Das heißt, ich habe den Wasserstarter genommen und mein Rivale hatte folglich den Pflanzenstarter. Gesundheit. Danke. Und der Pflanzenstarter hat in dem Fight, den ich meine, ein Lorblatt, heißt das, glaube ich. Lorblatt auf Deutsch, Leyleaf auf Englisch. Genau, Bayleaf. Und das Lorblatt hatte Rasierblatt. Und Rasierblatt ist echt sehr tödlich. Nicht nur hat Rasierblatt viel Damage, aber Rasierblatt hat eine höhere Crit-Chance. Das heißt, ich. Stimmt, das ist ja noch in der ersten und zweiten Gen ja eine Spezialattacke bei Frontier Pflanze. Das heißt, ich kann. Stimmt. Es gibt eine 1 in 4 Chance, dass ich einen Critical Hit bekomme von Razor Leaf. Und wenn man ganz schlechten Special hat, also das heißt weniger als 10 Special Defense, dann wird man getwo-shottet von Razor Leaf und halt gewone-shottet mit einem Crit. Das heißt, man hat ziemlich keine Chance zu gewinnen. Mit dem Special, den ich habe, ist es schon. Es wird knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, jetzt will ich auch nicht mehr resetten für das Turnier. Ich werde mich schon irgendwie durchfummeln. Chikorita setzt dazu ungefähr 80% im ersten Zug Growl ein. Wie in der ersten Gen kann Growl daneben gehen, ist es leider nicht. Spart einem Zeit auf dem Fight, aber ist okay. Man kann diesen Fight sogar verlieren, wenn man die ganzen Speed Ties alle verliert und einen Crit kassiert, so wie ich gerade. Also ich kann diesen Fight verlieren im Moment. Okay, er hat Tackle gemacht. Jetzt kann ich doch nicht mehr verlieren. Außer ich bekomme noch einen Critical. Oder ich critte ihn. Okay. Okay. 14, 14, 10, 11, 11.
Ey, Zeilo. Ey, Zeilo. Ich finde es immer so lustig, dass Leute dich mit Zeile verwechseln. Das ist echt genial, ja. Ich raste ich immer aus. Momo, habe ich das schon beigebracht, dass er es lassen soll? Habe ich ihn richtig eingeschüchtert? Alter, wie laut ist denn ein Sound, ja? Real Talk, ich habe mir auf meinem Handy als Klingelton John Cena eingestellt. Nein! Ja. Nein! Also, my time is now. Nein! Als Klingelton. Und immer wenn ich jetzt, angerufen werde, kommt dieses dö. Warum? Weil ich es lustig finde. Also ich weiß ja, dass es das John Cena Meme für Pokémon gibt, aber warum musst du das übernehmen? Ich hab zwar nicht wegen Pokémon, ich find's auch nur witzig. Immer wenn ich jetzt neben meinen Freunden stehe und mich ruft einer an, dann erschrecken die sich immer alle. Eine Sekunde mal eben. Ja, ja. Leute, womit seid ihr oder welche Edition habt ihr denn am meisten aus der zweiten Gen gespielt? Pokémon Gold, Pokémon Silver oder Pokémon Crystal? Das würde mich mal interessieren. Also ich bin ja totaler Fan und meine Lieblingsedition ist ja Pokémon Crystal. Crystal, alle. Okay. Also, ich persönlich habe ja auch noch. Ich habe noch Silber und Gold hier rumliegen, aber Kristall habe ich leider nicht mehr und ich muss mir unbedingt mal wieder Kristall-Edition holen, weil Kristall einfach nur geil ist. Und WB, Kyle. Ich hasse es. Hm? Wirst du immer an den ungünstigsten Stellen gerufen? Ja, ja, kenne ich. Obwohl nicht mehr. Wenn, dann werde ich immer zu den ungünstigsten Zeiten angeklingelt oder so, dass ich mal eben die Tür aufmachen soll, weil dann jemand unerwartet zu Besuch kommt. Das habe ich schon eher. Ich glaube, ich könnte gerade ein Highlight hier erstellen. Weil du gerade irgendwie deine Zeiten kaputt gemacht hast? Nein, weil das mein fünfter Encounter ist, glaube ich. Das ist entweder mein vierter oder fünfter Encounter. Ist beides, Das ist jetzt dein fünfter. Das war bei ihm dein vierter. Das war mein fünfter, ne? Ja, das ist jetzt mit dem Radfratz ist jetzt der fünfte. Fünf Encounters auf der ersten Route habe ich noch nie in meinem Leben. Premiere. Premiere! Momo, shut the fuck up. Ey, Mumi. Wie war das, du hast ihm erklärt, Ich hab Momo erklärt, dass er das lassen soll, aber ich bin kein Mod in dem Chat, deswegen kann er machen, was er will, leider. Sonst hätte er jetzt einen Time-Mod kassiert.
Oder ein Purge, was auch immer. Wow, diese Oder RNG ist irgendetwas. unbelievable. Ja, das ist auf jeden Fall eine Premiere. Also 5 Encounter auf Route 29 hatte ich noch nie in meinem gesamten Leben. Das sind schon blöd, ja. Das ist unbelievable. Incredible RNG. So unlucky. Momo, please, in Kevins Chat habe ich dich auch schon mal gepurcht, deswegen. Ich mach davor keinen Halt. Was? Was? Hast du den bei mir mal gepurcht? Doch, da kam er auch rein, hat Hey Zyro gesagt, dann habe ich ihn gepurcht. So passt du auf deinen Chat auf. Nein, du hast ihn garantiert bei mir noch nie gepurcht. Doch. Das wüsste ich. Nein, du passt ja nie auf, Kappa. 16, 15, 11, 12. RIP. Oh, was war meine Init? Hast du es gesehen? War die 12 oder 13? Meine Init auf Level 7. Moment, ich gucke. Init, ja. Ganz unten listet. 13 war das. Echt? Ja. Wow, nice. Das Totodile ist better than I thought. Ist doch besser als er ist stuck. Oh, Craigasm. Der Spinner ist stuck. Ich vertraue dir jetzt und sage, dass die Speed 13 war. Momo, wir müssen mal ein Abkommen machen. Ich verdiene bei dir im Chat Mord, wenn du mich noch einmal mit Zyro verwechselst. Nice, Bellsprout, okay. Bellsprout ist sehr erfreulich. Ach so, Psy, aha, also warst du nur am Lurken bei mir, ja? So, so. Merke ich mir, Psy. So gut ist Psy bei mir, ja? Mhm. Ich lurke manchmal Richtiger auch bei dir. Lurker. Ja, aber das weiß ich ja wenigstens. Du kündigst dir auch mal kurz an, dass du da bist. Ja, das mache ich aber immer. Ja, was auch sehr freundlich ist. Danach kannst du ja lurken. Ich mach's richtig, ja. Jungs. Okay, this RNG ist insane. Also ich hätte eigentlich schon vor 2 Minuten mit dem ersten Fight in Faulkners Gym anfangen sollen. Wie viel habe ich? 15. Ich mach's nicht. Oh fuck, ich hab ein Level abbekommen. Ah! Ich hasse mich. What are you doing? Ich hätte nicht healen müssen. Fuck! Ah, oh, RIP, dude. Hätte nicht healen müssen. Ich habe 17 plus 10, die Berry sind 27, kassiert 4x6 sind 24. Ohne Crits. Das heißt, die Pokémon-Mathematik ist die beste Mathematik. Die Berry zum Heilen war echt unnötig. Jetzt kann ich zwar einen Crit tanken, aber... Naja. Oh, ich habe sogar einen Crit bekommen. LOL. Oh, wow. Ich noch einen Crit bekommen, ist es over. Oh mein Gott, es ist eine... Er hat einen Low-Roll-Crit. Yes! Fuck yes! Wow! Deadfight, unbelievable! Wow! Alter, hast du so ein Glück! Das, hey, Glück! Er hat mich auch zweimal gecrittet! So, jetzt hast du 14 Speed, ja? Just saying! Moment, ich hasse es so, Alter! Muss aber kurz weg.
können wir hinmachen. Ich muss auch nochmal ganz kurz weg, ey. Wie war denn euer Tag bisher so, Leute? Lurky. Lurky klingt toll. Oh, Leiter. Splice. Ich kann's. Ah, da bist du ja wieder. Ich will auch alleine wohnen. Kerper. Alleine wohnen ist geil, wa? Ja. Oder du ziehst zu mir. Nee. Ich will nie nach Berlin. Du bist doch doof. Du wohnst so, bestimmt, du wohnst bestimmt in Tempelhof bei den ganzen Ghetto-Leuten. Cap. Willst du mich verarschen? Alter, geh mir weg mit Tempelhof, ja? Okay, Tempelhof geht eigentlich sogar noch. Wenn, dann müsste man in Kreuzberg wohnen. Da ist das richtige Asi-Ghetto, ja? Ach, das stimmt, genau. Kreuzberg. Kreuzberg ist schlimm. Sieht zwar cool aus dort, ne? Das ist auch eigentlich sehr schön, aber es ist total Ghetto. Ja, aber da du jetzt wieder da bist, werde ich mal ganz kurz verschwinden. Bin dann auch gleich wieder da. Alles klar. Tschu-tschu! Was war denn mein PV-Split bei Fortnite? 17, 29. Auch noch so weit hin. Das ist echt mies. This run sucks. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Also, meine RNG war echt schlecht. Sehr schlecht. Heilen müssen. Also ich hätte mir die eine Potion aufheben können, aber lieber ein bisschen safe spielen. Wow, okay, dieser Run ist echt. Dieser Run ist echt unbeschreiblich schlecht. Oh. Ähnlichkeit zu Dennis. Warum habe ich so viel Ähnlichkeit zu Dennis? Wahrscheinlich gucke ich Dennis schon zu viel. Ich wollte den Trainer erst German nennen, aber das passt nicht. Und Roland kommt von Kevin. Thank you.
Okay, Gooper. Nicht mal shiny. Oh, wow. Für die Leute, die das nicht wissen, ich habe in den letzten 3 Tagen, wo ich dieses Spiel gerannt habe, 2 Shinies gefunden. Und das ist kein Joke. In 3 Tagen 2 Shinies. Tackle. Yes. Tackle. No. God damn. Oh. Trotzdem 2-Shot, das ist nice. Baseball brauche ich nicht, habe ich schon. Das brauche ich, alright. Okay, er ist nicht stuck. Oh. Okay. Hauptsache, ich hab's geschafft, an ihm vorbeizukommen. Das ist die Hauptsache. Ist Sylph eigentlich gerade da, also im Chat? Wäre ganz nett, wenn Sylph da wäre im Moment. Thank you.
Okay. Okay, keine Spinner bis jetzt, das heißt, ich muss einen Counter killen. Okay, das kann ich auf jeden Fall killen. Immer noch Bad RNG. Bis jetzt. Hey, Heider. Oh, und hey, Didi. Ich glaube, ich habe hier auch noch gar nicht Hi gesagt. Hey, Pork and Rice. Wow, okay. Onyx. Bin gleich wieder da, ich brauche noch mal einen Moment. Sure. Wie gesagt, gerade wieder mal unerwarteter Besuch. Immer schön. Na dann, bis gleich. Jupp. Hey, LPT Boy. Anthony, goddamn. Wow, das war lucky. Red, please. Super Potion. So, erledigt. Hey. Was hab ich verpasst bisher? Nicht eigentlich. Eine sehr schlechte Union Cave, aber ansonsten nichts. Sehr schlecht oder? Gegen? Ja, sehr schlecht. Wie viele Encounter? Sechs oder sieben. Autsch. So, und erstmal halb an alle, die jetzt noch dazu gestoßen sind.
Hey, Pokémon Rise. Ja, mehr oder weniger. Wow, Encounter. Ich hatte vor gestern oder so einen Run mit zwei Encountern hier im Slowpoke Well und beides waren Slowpokes. Das ist sehr, 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 sehr glücklich, unglücklich, muss man sagen. Also zwei Encounter zu bekommen ist echt sehr unglücklich, aber dass beide Encounter... Dass es Fleckmons sind, das ist ja schon was Cooles. Das ist echt incredible. Aber meine Shinies hast du nicht gesehen, ne? Shinies? Was? Ich habe in 3 Tagen 2 Shinies bekommen in Gold. Beim Speedrun. Wow. Wow. Einmal ein Shiny Voltilam und ein Shiny Weberak. Nett. Kriegt man auch nicht immer alle Tage zu sehen. Habe ich beide gerade Shinies Twitch gehighlightet. Das einzige Mal, dass ich wirklich irgendwie ausgeflippt bin oder so, ist bei meinem Pokémon Fire Red Let's Play, ne? Mit dem Shiny Mashok. Da wollte ich gerade, war ich auf dem Weg zum Mewtwo und dann auf einmal sehe ich einfach nur ein Shiny Mashok. War auch schon cool. Muss mir immer linken die Folge oder so? Ja. Super, super selten. Besser Fang. Auf jeden Fall. Ja, Zubats sind auf jeden Fall selten, ey. Hä, wieso bekommen wir alle nicht kein extra Level? Ich hab doch einen Encounter gekillt, oder nicht? Ja, habe ich. Hä? Müsste hier eigentlich ein Level höher sein, aber anscheinend nicht. Okay, meine Better Bell triggert hier, das ist okay. ...21 HP... YOLO. Okay, Turn 1 brauche ich auf jeden Fall ein Miss am besten. Ein Smog... Ugh. Warum? Womit habe ich das verdient? I don't know. So, dann suche ich mal die Folge raus. Oh, wo war denn das? Wer ist eigentlich nach mir dran? Icke! Echt? Ja, ja, ich springe ein. Okay. Dann kannst du ja auch schon ein bisschen früher streamen, wa? Weil ich habe nach dem Run nichts mehr wirklich zu tun. Ich glaube nicht, dass ich die bis vollen 18 Uhr durchbekomme. Können wir machen. So, habe ich die Folge gefunden? Ja, habe ich. So, gucken wir mal. Stehe ich dann ein bisschen privat, ne? Jojo. Geschickt. Ich liebe die Slowpoke Well Musik, ist einer meiner Lieblings-Soundtracks aus dem Gold-Silver OST auf jeden Fall. Also Dark Cave / Slowpoke Well. Hat ja in hat Gold Soul Silver, glaube ich, ein eigenes Lied bekommen, der Slowpoke Well. Ja, Poison Sting. Oh. Okay,
Okay. Dadurch, dass ich jetzt vergiftet bin, kann ich eine andere Strat machen. Die ich normalerweise nicht mache. Of course. Also normalerweise würde man jetzt hier nach rechts gehen und den Trainer fighten, aber ich kann nach links gehen und den anderen Trainer hier fighten, weil ich vergiftet bin. Das heißt, weil ich vergiftet bin, kann dieses Paras hier mich nicht paralysieren oder mich nochmal vergiften. Deswegen ist es besser, hier das Paras zu fighten. Watergun wollte ich jetzt nicht einsetzen. Das hier wollte ich eigentlich einsetzen. Ich merke gerade, das war eine meiner letzten Folgen von meinem Let's Play. Ja. Naja, passt. Ja gut, das stimmt, der Heider, aber im Prinzip haben sie es ja dann bei Omega Rubin und Alpha Sapphire dann ja wieder umgestellt, dass du da halt auch wieder mehrere Legendäre fangen kannst. Ich meine, du kannst ja... Ceylon sind so ziemlich die schlechtesten Pokémon-Spieler, die es gibt. Ja, also, ich meine, das nicht, und man muss sagen, dafür, dass es halt das erste richtige 3D-Spiel ist. X und Y finden, hat einfach das schon null cool. Legendaries und null Postgame. Das ist, was mich am meisten stört. Das ist einfach kein Postgame. Aber dafür haben sie das ja alles wieder gut gemacht mit Alpha Sapphire und Omega Ruby. Das war ja schon ein Highlight wert. Das sollte es jetzt, glaube ich, aber erstmal gewesen sein. Hoffen, ja.
Horas war echt nice. Horas ist echt Hammer. Aber XY ist... Es wird ja schon wieder gemunkelt, dass die jetzt schon Z rausbringen wollen, ne? Dings. X und Y fand ich echt... Da hätte ich mein Geld lieber für was anderes ausgegeben. Ich fand's okay, so wie es war, aber hätte mir auch ein bisschen was anderes gewünscht, das stimmt. Naja, wie gesagt, vielleicht wird Z ja besser. Vor allem gerade, weil es das erste 3D-Pokémon war, da hätten sie mal so richtig einen Klopp herausfahren müssen. So was richtig Cooles. Eigentlich schon. Eigentlich hätte wirklich X und Y besser sein müssen als Oras. Definitiv hätte das besser sein müssen. Genau. Damit hätten die Money gemacht. Aber nein. Und dann kommt so Die haben es ja wenigstens jetzt hingekriegt, dass man halt einfach, die haben ja Oras dafür besser gemacht. Verdient besser gemacht. Ja. Hey, Hassan. Thanks, Hassan. Nee, aber es wird ja jetzt schon gemunkelt, dass die Pokémon Z rausbringen wollen. Also es ist mehr oder weniger noch nicht wirklich bekannt gegeben worden und so weiter und so fort, auch nicht über Leak-Seiten irgendwie, dass das halt jetzt wirklich rauskommen soll. Aber es wird halt stark dazu geneigt, dass jetzt Pokémon Z rauskommen soll. Allein schon, weil bei Pokémon, bei der Anime-Serie von X und Y ist ja jetzt XY und Z heißt. Also geht man stark davon aus. Ja, aber man geht stark davon aus halt. Ich spiele auf einem Gameboy Player. Ja, das ist kein Emulator. Mond wants to battle. Mal sehen, wie gut du bist, Kevin. Warte, das sind Rivalen nach mich? Was? Das ist doch ein Arschloch. Boah, er hat Spite eingesetzt. Okay, dein Nebulak war schon mal sehr freundlich zu mir. Aber nur das Nebulak, pass auf. Ja, das Bayleaf wreckt mich jetzt. Mein Bayleaf macht... Ja genau, wollte gerade sagen, mein Bayleaf macht jetzt... Reflect. Nee, Razor Leaf. Poison Powder, fein. Fine. Reflect. Don't crit. Yes. Easy every time. Get wrecked, Kevin. Get wrecked. Glaub mir, mein Competitive Megane hätte dich weggenutzt. Ich bin aber auch kein Competitive-Spieler. Muhaha. Ich sag's ja nur, mein richtig krankes Meganie hätte dich jetzt. Ich kenne nur das einzige coole Competitive Pflanzen-Pokémon, ist Gewaldro oder so. Mit diesem. Gewaldro und Mega Bisaflor. Oh Gott, die sind so abartig. Das ist Gewalt. Ne, irgend so ein Pflanzen-Pokémon hat diese Fähigkeit, dass wenn deine Stats gesenkt werden, die erhöht werden stattdessen. Und dann benutzt das die spammt, dass die ganze diese Pflanzen das halt. Serpi Royal. Wo dein Special Attack Serpi Royal, ja, mit Umkehrung. Wird. Mit der Fähigkeit Umkehrung. Das finde ich echt nice. Kannst aber die ganze Zeit deinen Special Attack steigern. Richtig, mit Blättersturm. Weil normalerweise senkt es ja den Spezialangriff und durch Umkehrung wird es ja dann halt wirklich alles positiv. Ich bin voll der Competitive-Spieler hier. Ich kenne die ganzen Strats. Weißt du, was aber auch richtig abartig ist? Bei X und Y hatte ich mal aus Spaß ein paar Battles auf dem Wi-Fi gemacht mit meinem Team. Oh, war jetzt natürlich nicht so die ultra freshen Pokes mit der 6 IV. Alter, so. Was ich dir empfehlen kann an 3DS-Spielen, oder was ich halt auch auf jeden Fall echt gut finde, ist zum Beispiel Legend of Zelda halt die ganzen Teile abgesehen Ocarina von Triforce Heroes. Majora's Mask, Ocarina. Beides sehr schöne sehr gute Spiele. Selbst auf sehr schöne Spiele. Vor allem, wenn man das Original noch nicht gespielt hat. Ja. Und was auch noch richtig gut ist, A Link Between Worlds. Das ist auch Zelda echt cool. A Link Between Worlds. Also alle Zelda-Spiele außer Triforce Heroes sind den Kauf wert auf dem 3DS.
Smash Bros. 3DS würde ich nicht mal unbedingt so empfehlen. Wenn, dann würde ich das eher auf der Wii U zocken wollen, aber ansonsten, ja, für die, also die wenn du keine Wii U hast, aber Smash Bros. Spielen willst, dann lohnt sich das. Die, ja, gut, die Professor Layton-Reihe ist alles komplett geil. Ich würde mir alle Professor Layton-Spiele holen, die es gibt auf diesem Planeten. Die Professor Layton-Spiele sind einfach Crossing alles 3DS geil. ist cool. Animal Crossing auf dem 3DS ist auch richtig Hammer. Also man kann ja auch DS-Spiele auf dem 3DS spielen, deswegen die beiden 3DS-Professor Layton-Spiele und die 4DS-Professor Layton-Spiele sollte man sich alle kaufen und durchgespielt haben. Es ist so eine gute Spielereihe. Die sind saugut einfach. Ja, stimmt. Monster Hunter ist für den 3DS noch empfehlenswert. Der neue Monster Hunter Teil, ja. Doch, der ist auch ganz gut. Auf jeden Fall. Mario Kart 7, warum nicht? Wenn man ein Fan der Spielereihe ist, warum nicht? Ja, was Kevin schon gesagt hat, Animal Crossing. Ey, ohne Witz, das neue Animal Crossing. Ich mochte ja schon das allererste Animal Crossing auf dem DS, ne? Das allererste war für den N64. Nee. Ich meinte aber das für den DS. Das war eigentlich das allererste. Nee. Was? Erst gab es Dubutsu no Mori, dann kam Animal Crossing für den GC. Und dann kam Wild World, dann Let's Go to the City. Aber die Teile für die Wii waren scheiße. Ich finde Let's Go to the City gar nicht mal so schlecht. Ich fand's doof. Persönliche Meinung. Der Speedrun ist scheiße. Animal Crossing Speedrun? What? Ja, ich hab mal, also du speedrunst dann, dass du alle deine 5 Raten abzahlen musst. Das habe ich mal gemacht bei Let's Go to the City. Und alles, was du machst, ist, du stellst die ganze Zeit die Zeit bei der Wii nach vorne und hinten. Dass du so ganz viel Geld bekommst. Wow. Das ist, ein good Speedrun. Also so wie bei Pokémon Channel praktisch, wo du auch nur immer wieder die Zeit nach vorne stellst, ja. Channel kenne ich nicht. Ich interessiere mich nicht für echte Pokémon-Spiele. Und ja, das sollten auf jeden Fall dick gefeilte Shots sein. Im Speedrun musst du ja halt da auch immer stellst auch um ein Jahr nach vorne, damit du immer wieder die Kanäle freischaltest, weil du musst ja ansonsten immer einen Tag warten, ne? Dann sagen die, ja, die Kanäle sind ab morgen um 5 Uhr zur Verfügung, werden ab morgen 5 Uhr zur Verfügung gestellt oder so. Eine Wii U will ich mir aber, glaube ich, echt nochmal mal anschaffen, also. Hab ich auch vor. Das Problem ist, ich würde ja jetzt zwar Geld bekommen, ne? Ich würde sehr gerne mal Wind Waker HD spielen. Wind Waker HD? Ich glaube, One Day lernt es gerade. Jo. Er ist aber noch sehr weit am Anfang. Aber hey, jeder fängt mal klein an. Ja, jeder fängt klein an. Im PS4 würde ich mir höchstens sonst schaffen wegen Final Fantasy 15 und Kingdom Hearts 3. Oder vielleicht noch für den Bahn. Ich habe echt. Dann noch richtig cool, ich habe das echt auch schon mal so gesagt. Ich würde mir nie irgendwie eine PS4 oder Xbox One kaufen, weil es ja wie nur Spiele gibt, die mich dafür interessieren. Also ich bin so überhaupt kein FPS-Game-Spieler. So überhaupt nicht. Also mal bei Freunden oder so, wenn die eine Konsole haben, spiele ich das schon mal, aber ich würde mir jetzt nicht eine Konsole kaufen, nur um irgendwie COD oder so zu spielen oder Halo. Nee. Würde ich auch nicht machen. Aber an sich halt, wie gesagt, ich guck's mir noch an, weil eventuell würde ich dann auch mit meinem älteren Bruder vielleicht noch, wenn ich wieder Bock auf FIFA hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich FIFA anschaffen wollen und dann halt gegen meinen Bruder online spielen oder mit ihm zusammenspielen. Oder halt GTA, aber ansonsten. Ich hab keine Geschwister, RIP. Ich hab keine Geschwister, ich hab keinen zum Online-Spielen. Oh. Einmal Putt-Putt auf deinem Kopf, ja? Ich mach's eben, warte. Jetzt. Ja. Okay, bitte sag mir, dass ich Level 20 bekomme. Wenn nicht, dann bin ich in Big Poop. RIP!
Ich verstehe es nicht. Ich habe doch den Encounter gekillt. Oder nicht? Doch, habe ich. War es zu wenig Experience? Das gibt's doch gar nicht. Anscheinend. Ja, muss ich nochmal eben was anderes machen. Ist ja kein Problem. Selbst meine Schwester hat damals mit mir Pokémon zusammengespielt. Richtig cool. Wie viele Geschwister hast du denn? Einen kleinen Bruder, einen großen Bruder, eine Schwester? Zwei Schwestern, zwei ältere. Nice. Willst du noch weiterhören? Was du allein noch an Großcousins und so weiter rankommt? Ich habe echt, also an, in meinem Alter, an Familienmitgliedern habe ich niemanden. Ganz ehrlich, ne? Ich habe keine Cousins, keine Cousinen, ich habe keine Geschwister. Alter! Was ist denn bei euch kaputt? Hä? Ah ja, ach, ich bin so blöd. Warten. Ja, ich bin ja nicht Level 20. Ich wollte mir gerade Return holen. Ich weiß, du bist so blöd. Muss hier nochmal eben ganz kurz. Einen Encounter killen? Ja, ich fight einfach den Trainer. Ich besiege ihn mit Cut. Cut? Ach, der Endzone-Trainer oder was? Ja. Psyduck. Eat my Cut. Huzzah! Und das zieht sogar die Hälfte ab, lol. Musste nicht mal Lea einsetzen. Anton ist nicht so stark. Das haben immer alle so viel hohe Erwartungen bei Psyduck, ja? Sogar Cut gemisst. Ich bin embarrassed, bin ich. Also ich habe echt nicht mehr viel Zeit, das heißt, wäre nett, wenn du nach mir direkt übernehmen kannst. Ja, ich stehe schon ein. Kannst du dich schon mal bereit machen? Ja, ich stehe schon ein. Was machst du denn? SM74? 74? Ich dachte, das heißt 64, nicht 74. 74 ist ein ROM, hey? Ich weiß. Aber ich mache ja einen Speedrun heute. Okay. Ich will jetzt wieder wie Video bei den GDQs machen. Yo, boy, serious time, give me a second, serious time, go, yeah. Go, come on. Come on, dude, you got this, man, serious time, yo. Affig ist das. Sollen sie halt die Schnauze halten. Scheiße. Wie ich einfach steht Germans PC, oder? E, D, 95, 96, oh. V, E, 72L, das ist ein T, L, V, Mail, E, comma, 2P, E, Mail, 2, V, 9, E, 22, Du hast doch ganz sicher das Knuffenser? Ja. Gut. V-I-I-4-P. Ich habe sogar zwei Knuffensers diesen Run bekommen. V-I. Ja, dann stell ich schon mal so weiter das vor. Ich ja dann gleich dran bin. Das war ja gar nicht mal so schlecht, das Box zu nehmen. Ich bin überrascht. Return. We'll teach it to Wooper. Sweet Sense. Wooper. Switch Wooper and Kenya. Switch Water Gun and return. And save your game. Not nicht Option, save. Sind das die Hexer Skills? Die Hexer Skills kommen jetzt erst. Hoffentlich natürlich first try. Aber mein, ich habe so einen Fluch mit German, dass ich immer diese 0,33% bekomme. Mal gucken, ob es diesen Run auch so ist. Nein. First try.
Pokémon weiß, wo verzählst du dich da? Du kannst bei dem grünen Glitch nicht verzählen. Oh, nicht mal.